Der frühere Tour de France-Sieger Jan Ullrich hat Blutdoping-Behandlung beim umstrittenen spanischen Sportmediziner Eufemiano Fuentes zugegeben. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Ullrich: Ja, ich habe Fuentes Behandlungen in Anspruch genommen. Fast jeder hat damals leistungssteigernde Substanzen genommen. Ich habe nichts genommen, was die anderen nicht auch genommen haben. Betrug fängt für mich dann an, wenn ich mir einen Vorteil verschaffe. Dem war nicht so. Ich wollte für Chancengleichheit sorgen. Der Ex-Radprofi, der im Februar 2012 bereits gestanden hatte, Kontakt zu Fuentes gehabt zu haben, behauptete aber indirekt, keine anderen Dopingmittel als sein eigenes Blut verwendet zu haben. Ullrich war wegen seiner Verstrickung in die Fuentes-Affäre vom Internationalen Sportgerichtshof CAS schuldig gesprochen worden, gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben.